Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft, die Legende von Mount Bitmore. Ja, wir sind hier immer noch im Sumpf, wir versumpfen sozusagen gerade. Und ja, es geht mal darum, ein paar von diesen lustigen kleinen Seerosenblättern zu sammeln. Und außerdem, nachdem ich jetzt ja wieder in der Nähe von dem Dorf bin, wo wir schon mal waren, das muss irgendwo hier hinten sein. Was ist denn hier ein Graben? Ja, da habe ich ja das, muss ich jetzt zugeben, da habe ich bei einem Spinnenspawner ein Sattel vergessen in der Truhe drin. Ich schaue jetzt mal kurz, bevor wir hier uns im Sumpf darauf konzentrieren, die Seerosenblätter zu sammeln, ob ich denn das Dorf von hier hinten schon sehen kann. Der Spinnenspawner müsste irgendwo hier drüben gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Na, Dorf. Okay, das sehen wir von hier aus nicht. Ich denke aber mal, es muss eigentlich hier hinten sein, wenn ich die Orientierung jetzt nicht verloren habe. Ach, da ist ein Lavapool. Ah ja, klar, natürlich. Das ist die Wüste mit den Lavapools. Da müsste irgendwo noch ein zweiter sein. Und da ist dann dahinter das Dorf. Und hier irgendwo, hier entlang, hier ist der zweite Lavapool übrigens. Da hinten irgendwo müsste der Spinnenspawner sein. Ja, das sehen wir uns dann bei Gelegenheit an. Jetzt erstmal Seerosenblätter. Das ist ja auch der Grund, warum ich überhaupt hierher gekommen bin. Hätte ich schon fast wieder vergessen. So, mit dem Schwerte draufhauen. So erntet man das. Ich finde das ja auch interessant, dass diese Seerosenblätter, also dass man auf denen gehen kann in dem Spiel, denn ich meine, das ist ja jetzt mal nicht gerade ausgesprochen realistisch oder so, aber naja, gut, was ist schon realistisch in Minecraft? Ich denke mal, die Diskussion haben wir schon einige Male geführt. Ich glaube, allzu viele Blätter werden wir auch gar nicht brauchen, sage ich jetzt, und dann wird es wieder nicht reichen. Nee, aber ich denke ja mal, soweit ich mich erinnern kann, haben ja nur zwei oder drei gefehlt, wobei ich ja auch für die anderen Sachen, also für die Karotten und die Kartoffeln, noch Felder machen muss in Mount Bitmore dann. Also schauen wir uns vielleicht doch ein bisschen um. Da geht's tief runter. Ist da etwa was drunter? Nee, ist nur tiefer. Na, hopp. Da sieht man auch sehr schön, dass das Wasser an den Biomgrenzen hier die Farbe verändert. Also im Sumpf ist es eher so ein bisschen, ja, so grünlich, gräulich. Und hier, das ist schon ein anderes Biom. Da sieht es wieder richtig klar und schön aus. Und ja, hier ist einfach so tief. Ach, das ist deswegen, weil, ja klar, natürlich. Finde ich jetzt ganz interessant zu sehen, nämlich jetzt diese Biomgrenze hier. Denn hier ist das Sumpfbiom, da ist das Wasser zunächst mal grau oder grüngrau. Und vor allem ist es hier seichter. Hier ist ein anderes Biom, gleich angrenzend. Da ist das Wasser tiefer, deswegen hier diese Eintiefung, und blau. Ja, dafür gibt es keine Seerosen. Ich schaue jetzt nochmal kurz hier hinten hin, denn sieht zumindest so ein bisschen sumpfig hier auch noch aus. Aber ich denke mal, dass wir hier dann schon am Ende angelangt sind. Hier ist wieder mal so ein Grafikfehler. Hallo, Grafikfehler. Ich wollte nur mal kurz Hallo sagen. Wollte nur mal kurz vorbeisehen bei dir, und schon geht's wieder weiter. Ist auch schon wieder weg, der Grafikfehler. Da ist noch einer. Hier hast du dich versteckt. Hallo, der geht nicht weg. Da frage ich mich übrigens auch, wann denn jetzt endlich die 1.05er erscheinen soll. Denn mit der soll ja ein neues Beleuchtungsmodell kommen, wo solche Sachen dann auch mal behoben werden. So, ich muss mal kurz eine Aufnahmepause machen. Moment. So, hat nur kurz an der Tür geklingelt und ja, ihr habt es nicht gemerkt, denn ich habe es rausgeschnitten. Hoffe ich jetzt mal. So, ich kann nicht auftauchen, eine Seerose blockiert meinen Weg. Ja, seerosentechnisch sollten wir jetzt gleich mal hier alles haben. Ja, ich glaube, dieses Eck kann man jetzt. Ja, die Idee war ja eigentlich auch mal, hier vielleicht eine Hexe zu finden, beziehungsweise so ein Hexenhäuschen. Es hieß ja eigentlich, dass nicht nur Hexenhäuschen spawnen würden in Sumpfbiomen, sondern dass ja auch die Hexen separat spawnen würden. Aber die Frage ist, spawnen die nur bei Nacht oder wie ist das?
Sind Hexen eigentlich nachtaktiv? Kann man, glaube ich, so nicht ganz sagen, oder? Hm. Da geht's auch tief runter. Grafikfehler, hallo. Und hier ein bisschen... Wie viele haben wir denn jetzt eigentlich? 35, na, ist doch eigentlich gar nicht mal schlecht. Eichensetzling. Was machen wir mit den Eichensetzlingen hier? Ich würde sagen, die pflanzen wir mal. Und hier. Und vielleicht soll ich auch mal wieder was essen. Ich glaube, ich steige jetzt mal wieder auf Brot um. Vegetarische Ernährung hier. Und, ist auch so eine Sache. Also ich finde das ja eigentlich cool, dass man in Minecraft sich eben sozusagen, wenn man möchte, vegetarisch ernähren kann. Das sieht hier hinten übrigens voll cool aus. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass ein Grafikfehler ist, würde ich sagen, das ist irgendwie die große Höhle des Feuerdrachens. Schon auch ganz verkohlt hier am Rand. Man sieht's, alles schwarz. Das da oben ist allerdings auch mal cool. So eine schwebende Insel in dieser Größe habe ich eigentlich noch nie so gesehen. Sogar mit Kohle drin. Boah. Vielleicht ist auch noch eine Höhle innen drin. Haha. Fühlt man sich fast an Castle Story erinnert. Das hier ist übrigens auch weiterentwickelt. Wurde mit einem neuen Radialmenü. Keine Ahnung, ob ihr Castle Story jetzt kennt oder spielt. Oder ob ihr das Let's Play davon anseht. Oder nicht. Ja, also eine Hexe. Ist das da hinten ein Hexenhaus? Krass, wir haben eins gefunden. Hallo, Hexi. Das ernt man noch ab, das nehmen wir noch mit vorher. Und dann würde ich sagen, wird es eigentlich mal Zeit, uns das erste Mal in diesem Let's Play, glaube ich, mit einer Hexe auseinanderzusetzen. Ich würde mich ja lieber mit ihr zusammensetzen und mal ein bisschen plaudern, aber ich glaube, die mögen das nicht. Also muss ich mich wohl eher mit ihr auseinandersetzen. Die Musik ist auch gerade so mysteriös, Sumpfmusik. Swamp-Style. Hm, na dann warten wir mal hier durch. Ich finde das echt cool, dieses... Also ich muss ja sagen, ich bin nicht so oft in Sumpfbiomen, weil es ja auch in der Nähe von Mount Bitmore eigentlich keines gibt und ich spiele ja Minecraft nur mit Mount Bitmore mittlerweile. Also ich spiele nicht mehr. Ich habe früher auch mal auf anderen Karten so ein bisschen probiert und gebastelt, aber eigentlich seit einigen Monaten ist es nur noch Mount Bitmore und da bin ich eigentlich kaum in Sumpfbiomen gewesen. So, die Musik steigert sich zu einem Rhythmus und die Frage ist jetzt, ob da überhaupt eine Hexe drin ist oder ob da nur der Grafikfehler wohnt. Oh, lustig. Haha. Die sind oben drauf. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir hier rein? Ich meine, gibt es da irgendwie eine... Ist die überhaupt da drin oder spawnen die nur hier? Wie ist denn das gedacht? Du meine Güte, die Sonne geht ja auch gleich unter. Ist die Frage, ob man das jetzt... Ob wir das jetzt riskieren sollten, hier reinzugehen. Machen wir das mal so und dann so vielleicht. Und dann machen wir so eine Treppe hier ran. Das müsste ja eigentlich klappen. Cool wäre natürlich jetzt hier auch drin irgendwie, also im Hexenhaus so eine... Hallo? So ein Bett aufzuschlagen. Hey, da ist ja gar keine Hexe. Machen wir mal eine Fackel hin, damit es auch so bleibt, hoffentlich. Ich weiß nicht, ob die immer spawnen oder nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die Pilze lasse ich jetzt mal hier stehen. Ich meine, der Blumentopf ist ganz nett. Den kann ich aber auch jederzeit selber machen. Hier hat sie eine Werkbank, eine handwerklich begabte Hexe sozusagen und einen Kessel, wie sich das auch gehört. Wow, jetzt habe ich mich voll geschreckt, dass er nur ein... Dabei war es doch nur ein Huhn. Ja, die Frage ist jetzt aber, wo ist die Hexe? Kommt die jetzt nach Hause oder was? Ich glaube ja fast, dass wir doch mal jetzt langsam, aber sicher uns vielleicht Richtung Bett begeben sollten. Übrigens haben wir kaum noch Fackeln. Auch keine gute Sache. Gar keine gute Sache eigentlich sogar. Hm.
Naja, nehmen wir mal das Schwert. Wozu haben wir es denn? Und laufen mal zum Bett. Das müsste ja in diese Richtung irgendwo sein. Da können wir ja über Land laufen jetzt. Ein Schleim in dem Sumpf. Krass. Ich dachte nämlich immer, dass die nicht in Sümpfen spawnen. Aber, ja, man sieht's. Ich bin zu selten in Sumpfbiomen. Eine Spinne. Hallo. Schwimmspinne. Schwimme. Okay, da haben wir wieder jede Menge Kleinzeug hier zum Einsammeln. Da laufen die Zombies rum. Den Schleim würde ich ja doch ganz gerne killen, weil... Weil die ja irgendwie so ein Schleimdingsbums geben, oder? Hallo? Flup, flup, flup. Das ist ja umgekippt. Hey, ach ja, klar, die werden natürlich klein, aber... Da kriegt man doch irgendwas von denen. So ein Schleimsubstrat oder so irgendwas, was man dann einsammeln kann. Ah ja, klar. Jetzt kommt's raus. Klick, klick. Zack, zack. Da sind noch welche. Hallo? Da hinten ist gleich ein neuer. Bloß kein Creeper darf jetzt hier spawnen. Ach, da sind noch welche. Es dauert aber ganz schön lange, bis man die erledigt hat. Ist das eigentlich normal, dass die in Sümpfen nachts spawnen? Ich glaube, ich war ja nachts noch nie in einem Sumpf, aber der geht tauchen hier. Ein Tauchslime. Aber ich dachte immer, die spawnen nur in ganz bestimmten Biomen oder so irgendwie. Naja, jetzt haben wir, glaube ich, einiges an Schleim gesammelt. Die Frage ist jetzt, finden wir unser Bett überhaupt wieder? Denn abgesehen davon, dass es hier irgendwo drüben war, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo ich mich jetzt auf die Suche begeben soll. Bett. 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 Zischbumm wahrscheinlich. Nee. Noch nicht, aber gleich. Da ist schon einer. Ein Creeper. Und da ist noch so ein Slime, oder? Jawohl. Ist ja krass. Brennen die dann eigentlich tagsüber? Ich meine, die sind eigentlich als Schleime... Können die doch eigentlich gar nicht brennen? Aber wo war das Bett? Das war doch irgendwo hier. Hä, was ist denn das hier? Ist das noch ein Überbleibsel vom Schleim? Schleimball. Also wir haben irgendwo ein Bett, so viel ist klar. Die Frage ist nur, wo? Okay, ich glaube, wir müssen eher in die Richtung, denn da hinten... Hey, da hinten leuchtet was. Ach, das ist die Lava. Okay. Da waren die Kürbisse. Da ist nochmal so ein Schleim. Zack, zack. Können die eigentlich was machen, wenn die... Also können die mir was tun, wenn... Hey, du kannst mir was tun, aber das lasse ich nicht zu, lieber Zombie. Könnt ihr einem was machen, die kleinen Schleime? Ich habe so wenig Erfahrung mit Schleim. Hey, hallo. Klupp, klipp. Bling. Ein paar Pfeile können wir noch mitnehmen. Aber irgendwie... So, hier müsste es doch gewesen sein. Oder bin ich jetzt total verrückt? Hä? Wo ist das Bett? Das sind die Kürbisse. Wir sind, glaube ich, schon in diese Richtung hier gelaufen, aber... Oder war es da hinten irgendwo? Ich glaube, bald brauchen wir es nicht mehr, wenn die Nacht dann vorbei ist. Ich merke auch gerade, dass ich jetzt schon länger nicht mehr gespielt habe. Ich muss erst wieder irgendwie reinkommen in dieses ganze Minecraft. Ich habe ja relativ lange jetzt voraufgenommen. Da hinten ist es. Da ist es. Schnell vorbei am Creeper und reinspringen. Hey, laufen. Ach du meine Güte, ich habe kein Dings mehr. Ich habe keine Nahrung mehr. Wow. Wow. Puh, das ist nochmal gut gegangen. Ich hoffe mal, dass da jetzt niemand
während man einschläft, oh, da ist er wieder, da ist er wieder, da ist er wieder. Der hat, aber das finde ich schon krass, das finde ich sehr freundlich und nett von ihm, dass der die ganze Nacht jetzt neben, oh, ja, neben unserem Bett gewartet hat. Ist ja zum Glück jetzt hier nur nicht unser eigenes Territorium hier. Frage ist jetzt, sollen wir es mitnehmen? Da ist noch ein Schleim. Okay, hallo. Dich werde ich auch noch zerhacken in deine Bestandteile. Wer weiß, dieses Schleimpulver, Schleimball-Zeugs könnte man ja eventuell nochmal für irgendwas gebrauchen. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber... Also ich weiß, oder ich meine gehört zu haben, dass man da irgendwelche Tränke daraus machen kann, aber ich habe ja Burning Man da hinten. Aber ich habe ja irgendwie nie so richtig mich mit diesem Thema beschäftigt, wie auch immer. Würde ich sagen, machen wir das Bett mal weg hier. Damit ist natürlich auch der Spawnpoint jetzt weg, das macht aber nichts. Im schlimmsten Fall wären wir halt wieder in Mount Bitmore. Und ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das ein Problem darstellen sollte. Wir haben 64 Dingens, wir haben hier Zeugs, das wir nicht brauchen. Ich hau das jetzt mal weg, weil das will ich jetzt echt nicht hier rumschleppen. Wir haben leider keine Hexe gesehen. Die muss offenbar gerade verreist sein. Vielleicht läuft die gerade in Mount Bitmore rum und wundert sich, warum da niemand zu Hause ist. Und ich würde sagen, ja, versuchen wir mal gleich den Spinnen-Spawner zu finden. Und dort setzen wir dann fort mit unserer Tätigkeit. Ich glaube, wenn ich den will, muss ich ja eher darüber. Also nicht hier rein, das wäre ein bisschen ungesund, aber so ein Lavakurbad. Halten Sie Ihre Füße in die Lava. Die Heillava von Bad Feuerstein wird Ihr Leiden mindern. Heilt garantiert alle Fußleiden. Benutzung auf eigene Gefahr. Ich glaube ja, dass das hier hinten war. Also wir müssen jetzt hier irgendwie durchlaufen, wenn ich mich nicht täusche. Denn es ist ja hier, hier sind ja diese Extreme Mountains, die extremen Berge. Und irgendwo hier seitlich links war eine Höhle drin. Kann das sein, dass das hier vorne war? Hm, sieht jetzt zumindest verdächtig danach aus. Oder war es hier? Oder war es hier? Oder hier? Nee. Hier ist nur, das gibt es öfter in Minecraft, diese komischen Wasserhöhlen, die ja irgendwie so rein geologisch, so aus meiner Laiensicht jetzt, überhaupt keinen Sinn machen. Wie ich angefangen habe, Minecraft zu spielen, dachte ich tatsächlich, man könnte so eine Höhle austrocknen, indem man sie aufgräbt. Ich dachte mir halt, das Wasser fließt dann irgendwann zur Gänze raus. Das trifft sich so mit meiner Lebenserfahrung. Wenn man eine Badewanne hat, man zieht den Stöpsel, dann rinnt das Wasser halt raus und ist dann weg. Übrigens, wir sollten mal was essen. Da habe ich mir halt gedacht, naja, in Minecraft wird es wohl nicht allzu viel anders sein. Und dann habe ich halt gewartet und dann habe ich mich schlafen gelegt, da habe ich irgendwelche Felder bestellt und immer weitergemacht und bin dann irgendwann drauf gekommen. Boah, da geht's ja auch runter. Die Frage ist natürlich, ob wir da jetzt rein sollten, weil wir haben kaum noch Fackeln. Ja, lass mal das lieber mal, können wir ja irgendwann später mal machen, sollten wir mal längere Zeit in der Nähe dieses Dorfes sein. Hier sind auch Höhlen, aber ich glaube nicht, dass hier der Spawner war. Ja, da habe ich mir halt gedacht, das Wasser, das wird schon irgendwann rausfließen und dann habe ich gewartet und gewartet und gewartet und das Wasser floss nie raus. Stellt euch das mal vor im echten Leben, ihr liegt in der Badewanne und dann, wow, noch eine Höhle und wow, noch ein Höhlenausgang, hui, und hier machen wir uns mal neue Fackeln. Und dann zieht ihr den Stöpsel aus der Badewanne und das Wasser fließt ab und fließt ab und fließt ab und fließt ab. Aber der Wasserspiegel, der wird nicht weniger. Gut, dass das echte Leben nicht wie in Minecraft ist. So, da machen wir uns jetzt mal gleich richtig massig Fackeln. Haben wir uns ja, haben wir ja verdient. Ach du meine Güte, fällt jetzt alles runter. Kriegen wir das? So kriegen wir das, glaube ich. Ja, und den Spinnen-Spawner, den Spider-Spawner haben wir immer noch nicht gefunden. Haben wir überhaupt Stöcke dabei? Ja, haben wir.
Hammer, den Stockhammer zu Fackelnhammer wieder. Alles klar, sogar einen zweiten Stack, den wir gar nicht brauchen würden. Ein Apfelhammer hier. Ja gut, da können wir uns gleich mal ausleuchten, wenn wir schon dabei sind. Ist zwar nur so ein kleiner Durchgang, aber warum nicht? Warum auch nicht? Hier ist noch ein bisschen Kohle. Nehmen wir die auch mal mit. Niemand wird zurückgelassen. Besonders nicht, wenn er schwarz ist und wie Kohle aussieht. So. Boah, das ist jetzt echt eine Sache. Naja, gut, hier sind drei Höhleneingänge. Ich glaube, dass es eher hier hinten war. Wir sehen es uns auf jeden Fall an, ob wir den Spinnenspawner, ist auch ein bisschen ein Zungenbrecher irgendwie, ob wir den wieder finden hier hinten. Vielleicht war er ja hier. Okay, hier war er nicht, aber hier irgendwo in der Gegend muss er gewesen sein. Ich verabschiede mich auf jeden Fall bis in die nächste Folge und sage auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.